Und ganz zum Schluss möchte ich dir nochmal ein paar Worte von mir selber auf den Weg mitgeben. Ich bin sehr dankbar, dass ich von dir das Vertrauen bekommen habe, dass du mit mir auf diese Reise gegangen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, diese ganzen Sachen anzuhören und auch Hut ab von meiner Seite, dass du dich mit deinem Körper so lange beschäftigt hast und die Belohnung ist, dass du schmerzfrei und beweglich wirst und oder deine Schmerzen in den Griff bekommst. Das heißt, dein Nacken verspannt sich, du weißt genau, was zu tun ist und dann entspannt er sich auch wieder. Und schau mal, ich verstehe das, wie es dir gegangen ist oder wie es dir geht. Der Schmerz ist da, der Alltag leidet, die Lebensfreude leidet. Du kommst nach Hause, hast keine Lust mehr, irgendwelche Hobbys anzugehen. Du hast auch keine Lust, irgendwie dich mit Freunden zu treffen, weil der ganze Körper schmerzt. Und schau mal, dein Körper, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Seele haben, davon gehe ich auf jeden Fall aus, dann ist dein Körper das Auto, das Fahrzeug, in dem deine Seele fährt. Und stell dir mal vor, du fährst in einem alten Auto, das verrostet ist, das quietscht, das bei jedes Mal in der Kurve geht, fast das Rad abfällt. Ja? Du kannst mit diesem Auto vielleicht nur 10 km/h fahren. Das macht nicht wirklich Spaß, in so einem Auto zu fahren. Und genauso ist es mit deinem Körper. Deswegen achte auf deinem Körper. Das ist das wertvollste Gut, das wir haben. Und je mehr wir für unseren Körper tun, desto mehr tun wir auch für ganz andere Ebenen. Du merkst, wir machen was für die Faszienrolle, wir rollen was auf, deine Körperhaltung verändert sich und plötzlich kommst du in ein ganz anderes Mindset, weil sich dein Körper anders aufrichtet und du andere Hormone ausschüttest. Also auch hier, je mehr wir uns mit unserem Körper beschäftigen, desto zufriedener werden wir sein. Und schau mal, wir sind oft auf der Suche nach Glück und Erfüllung. Und ich bin auch jahrelang auf der Suche nach Glück und Erfüllung gewesen und habe es oft im Außen gesucht. Und ich kann dir eins sagen, du wirst es nicht im Außen finden. Natürlich, du schaust, machst einen Urlaub, du kaufst dir ein neues Auto und das erfüllt dich, aber oft nur für einen kurzen Moment. Wenn du aber an deinem Körper arbeitest, an deiner mentalen Ebene, die auch wieder, wenn du am Körper arbeitest, passiert auch wieder viel in deiner mentalen Ebene, auch wenn du mental arbeitest, passiert viel in deinem Körper. Wirst du immer mehr zu diesem Punkt kommen, dass du in dir drinnen dieses Zentrum findest, wo du einfach zufrieden und erfüllt bist mit dem, was da ist, mit dem, dass du da bist. Und das ist das größte Geschenk, was ich damals von meinen Coaches, von meinen Mentoren bekommen habe. Und ich hoffe, dass ich auch dir dieses Geschenk auf diesem Weg geben konnte, dass du mehr deinen Körper heilen konntest, dass du mehr deinen Körper in die Balance bringen konntest, auch wieder dir selber die Chance gegeben konntest, weil dein Körper sich wieder gut angefühlt hat, auch wieder Freude, Erfüllung und Glück zu fühlen. Und das ist auch meine Mission. Natürlich, wir reden viel über Rückenschmerzen, Nackenverspannung, aber eigentlich geht es mir darum, um Heilung. Heilung im Körper, Heilung in der Seele, Heilung in deinem Herzen, dass du wieder an dich glaubst, dass du rausgehst, dass du Erfüllung hast, dass du einfach wieder Freude an deinem Leben hast. Und das ist meine Mission, diese innere Heilung auf ganz vielen Ebenen, dass dir ganz viel geben kann, dass dir Heilung geben kann, Erfüllung geben kann. Und mit dieser Heilung kannst du nach draußen gehen, genauso wie ich diese Heilung erfahren habe und nach draußen gegangen bin, diese Ausbildung angefangen habe, mit vielen Menschen arbeiten durfte, die zu ihrer Heilung führen durfte, die wiederum in ihrer Familie die Heilung voranschreiten konnten, ja. Ihren Kindern wieder was ganz anderes auf den Weg geben konnten, indem dass sie einfach was anderes gelebt haben, ja, in einem anderen körperlichen Zustand waren. Und ich hoffe, dass ich dir dieses Geschenk der inneren Heilung auf den Weg geben konnte und dir mit diesem Kurs geben konnte. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich danke dir für deine Zeit.